Ihr fragt euch, warum ich hier schutzlos durchs Gas renne? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollen unsere Sachen da drüben ein bisschen anpassen. Weil mir ist sowas eingefallen wie... Was ist mir eingefallen? Ach ja, genau. Abfall. Atomabfall. Den müssen wir am besten weiter bearbeiten. Und weiter bearbeiten bedeutet, wir müssen da noch ordentlich was draufhauen. Hier hatten wir 6, das heißt, ich kann noch mal 9 dazu packen. Das ist ja praktisch. Machen wir hier 90 Stück hin. Kommen wir gut aus. Meiner muss ich noch mal gucken. Die habe ich noch nicht nachgezählt. Heißt, ich möchte nachher quasi den ganzen Abfall, der da rauskommt, sofort in Plutonium-Brennstäbe umwandeln und die dann nicht in ein Atomkraftwerk setzen, weil dann kriege ich ja wieder Abfall und den kann ich nicht mehr wegkriegen. Da habe ich keine Lust drauf. Sind 42 plus 70 sind 112. Machen wir da mal hin. Konstruktoren brauchen wir noch weitere 13, das heißt, da sind wir bei 41. Mixer, oh, kommen nur 20 oben drauf. So, Gießereien, kommen nochmal 4 dazu, sind wir bei 6. Manufaktoren, 14 dazu, sind wir auch bei 41, richtig? Dann brauchen wir, die muss ich gleich manuell da reinpacken. Raffinerien, nochmal 60 oben drauf. Ist ja schön, 106. Oh, hier die, wie heißen sie, Smelter haben wir noch gar nicht hier drin. Dann packen wir die auch mal dazu. Holy crap. Okay. Also, Produktion. Wir brauchen Schmelzöfen und zwar 22. Noch dabei. Wir brauchen das. Das wird ordentlich. Das wird richtig ordentlich groß. Vielleicht kriegen wir es sogar in schön hin. Das haben wir. Wir haben die Atomkraftwerke, wir haben den ganzen Spaß drin. Jetzt muss ich doch mal irgendwo meine lustige Liste gucken. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sachen. Warum sage ich da nicht einfach Autosumme? Autosumme? Machen da aber nur den rein? Moment. Okay, wir brauchen 10 Apparellos. Müssen aber dann nochmal hier den abziehen, weil das ist kein Ding, das ist anders. Also 9. Okay, wir können also nochmal 2 da draufsetzen. Okay, sehr gut. Dann brauchen wir einen Quellenextraktor mit 7 solchen Teilen. Dann habe ich es eigentlich. Wahnsinn. Mal abgesehen von den Ölpumpen und natürlich hier den niedrigeren Dingern brauchen wir quasi von allem hier was. Ach ja, Umfüllanlage auch nicht. Und die beiden sind ja sowieso zum manuell bauen. Aber ansonsten, hey, wir machen mal alles. Ach du Scheiße, wird das riesig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ob ich das jemals hinkriege? Müssen wir hier was zusetzen? Nein. So, das wieder klein machen. Alles ist gut. Dann kriegen wir nämlich am Ende der ganzen Kette kriegen wir die Plutonium Fuel Rods raus, nämlich 6 pro Minute aus 300 Abfall, die wir produzieren. Das ist auch Wahnsinn, wie wenig das ist. Aber egal. Die können wir schreddern und dann ist alles gut. Einschreddern. Schön.
Aber was wir auch brauchen, damit die ganze Spaß funktioniert, sind 14 Schnecken. Und diese 14 Schnecken muss ich mir nur besorgen. Und ich weiß nicht, obwohl die ist eine Höhle. Hier, da unten drunter, unter diesem Felsen irgendwo, ist, Moment, wo sind wir? So ziemlich genau hier an dieser Ecke, hier unten, ist irgendwo ein, noch eine Lederschnecke im Boden. Die holen wir uns. Wir brauchen für den ganzen Spaß, hallo, Bauxit von hier. Das müssen wir uns irgendwie darüber bringen, weil wir wollen ja hier bauen. Können wir die eigentlich... Oh, Gott sei Dank. Markierung entfernen. Da haben wir nämlich zwei. Die können wir auch entfernen. Da wollen wir Atomkraftwerk hinbauen. Icon auswählen. Haben wir da was Schönes? Eigentlich nicht, ne? Ah, komm, machen wir eine Fabrik draus. Feld auswählen. Das Ganze ist extrem weit und unbegrenzt. Farbe. Wird hier immer so schön grün dargestellt, ne? Grün ist halt immer... Bam. Ja. So. Dann kann man das auch sehen. Okay. Haben wir den. Der strahlt da gleich in die Luft. Super. Wir brauchen Quarz, der sich hier befindet. Wir brauchen also jede Menge Ressourcen von hier. Weil ich jetzt vom Uran her, von der Planung, nicht mit dem auskomme, müssen wir umändern auf den Kollegen. Jetzt weiß ich, was ich noch vergessen habe, weil ich möchte auf gar keinen Fall, dass wir die ganze Gegend da mit einem Band verstrahlen und nie wieder langlaufen können. Wir machen das immer nur temporär. Das heißt, wir brauchen zwei Bahnhöfe. Ich plane jetzt mal drei Karren ein. Zug und so draufsetzen. Ja, komm, können wir auch. Mache ich. Ich könnte natürlich auch einfach nur zwei einplanen und vielleicht zwei Züge machen. Die dann im Wechsel fahren. Das müssen wir ausprobieren. Ja, haben wir sowas. Das Zeug, Signale und so schreibe ich mir jetzt nicht auf, weil die müssen wir dann gucken, wenn es soweit ist. Das hätten wir. Dann haben wir den ganzen Spaß. Genau. Wir haben, das ist nämlich auch noch eine wichtige Sache, die wir brauchen. Wurde irgendwas geändert? Muss ich schon immer mit rechts rollen? Den Kollegen brauchen wir hier oben. Das ist halt echt ein fies weiter Weg, das da hinzukriegen. Wir müssen einmal hier komplett irgendwie durch. Am besten hier so rum, da so rüber und dann kommen wir schon irgendwie dahin. Der wird spannend. Aber jetzt erstmal suchen wir heute ein paar Schnecken. Wie gesagt, ich brauche 14 Energiedinger. Dafür schmeißen wir aber erstmal unser Zeug da vorne rein. Nehmen uns ein bisschen Beton mit, dann können wir nämlich... was wir nicht brauchen, ist das hier. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das nehmen wir. So machen wir das. Das brauchen wir nicht. Das Zeug brauchen wir nicht. Oh, das brauchen wir nicht. Hier sortieren. Wir nehmen uns davon nochmal welche raus. Schmeißen dafür den da rein. Sehr schön. So. Weil dann können wir nochmal einen hier neben setzen. So, da kommt jetzt das rein. Euch brauchen wir auch nicht. Einen haben wir noch, der kann auch weg. Das kann weg. Kabel und so nehmen wir mit. Jetzt brauchen wir Beton. Beton haben wir da vorne, den holen wir uns. Aber die Frage ist, welche Munition nehme ich jetzt eigentlich mit? Wir können auf jeden Fall hier nochmal mehr mitnehmen. Die Turbo-Munition brauche ich jetzt nicht unbedingt. Komm hier. Also bei 4. Machen wir da auch 4 von voll. Nehmen wir das am besten hin. Wo haben wir die eigentlich? Oh, ich muss die alle jetzt irgendwie noch umlegen, dass wir die woanders haben, damit wir die auch finden.
Die dürfte aber hier unten irgendwo. Ach genau, das war diese eine Kiste, die wir hier unten drunter hatten. Beziehungsweise die drei Kisten, die nebeneinander standen. Müsste hier sein. Zack, zack, du da rein, zack. Okay, haben wir. Davon vier, hier haben wir auch genug von. Guck mal, die können wir sogar wegschmeißen. Ich glaube, damit kommen wir aus. Soll ich sonst noch irgendwas mitnehmen? Das sind sogar die. Nein, das reicht. Was haben wir hier vorne drin? Nö, wir können mit dem einen Ding schießen. So, das heißt, wir suchen uns jetzt dort vorne den Eingang. Der Höhleneingang, ah, der ist dort verdeckt. Das ist ja wunderbar. Machen wir Licht an, schießen wir drauf. Bam. Und ich hoffe Höhle. Höhle. So, wir haben den Eingang gefunden. Das ging ja schnell. Apropos schnell, was sagt unsere Zeit? Da, ich brauche ich im Bild, danke. Da nehmen wir jetzt den Kollegen. Schauen wir uns mal um. Langsam Granitblöcke. Habe ich mich vor dem Pin hier erschrocken. Ich sehe auf jeden Fall schon mal das Leuchten von der. Okay, du gingst schnell weg. Und ich höre das Krabbeln noch nicht mehr. Das ist gut. Hupf. So, damit hätten wir von den 14, die ich brauche, schon mal 6. 5 von dem, einen, den wir sowieso schon haben. Dann gucken wir mal weiter. Einmal raus hier. Theoretisch sollte hier nebenan jetzt hier ins Wasser, genau. Und da fliegt noch so eine Motte rum. Da ist noch eine blaue. Dann wären wir bei 7. Mal die Hälfte schon mal. Kriegen wir auch noch. Sehr gut. Da oben soll wohl noch eine gelbe sein. Nee, Quatsch. Da irgendwo soll noch eine gelbe sein. Da ist auch noch eine blaue. Das heißt 7, 8 und nochmal ein Zweier sind 10. Das ist doch schon mal super. So. Oh, genau, also. Mal eben gucken. Wir dürften jetzt genau hier sein. Dann muss ich in die Richtung. In diese Richtung darüber. Dahin, nein. Moment. Wir kommen von dem Felsen. Wir sind darüber gegangen. Wir gehen hier hin. Jetzt soll das irgendwie nochmal rechts lang gehen. Aber wenn da vorne eine gelbe sein soll, die hätte ich doch schon längst weg.
könnte auch hier unten drunter sein. Stehe. Beziehungsweise. Komm. Na, haben wir hier was? Da unten ist giftig. Giftig ist meistens ein Zeichen. Habe ich. Ich habe eine Gasmaske dabei, aber keine. Ach du Scheiße. Keine Filter. Oh. Nein, 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 nein. Das tat weh. Wo bin ich denn hier auf der Karte? Okay. Das kriegen wir doch auch hin, oder? Erstmal, wir springen da weg. Oh, da hinten. Ja, da ist eine blaue. Ums Felsen weg. Da ist eine blaue. Dann schauen wir mal. Die holen wir uns. Ja, yeah, ich weiß, ich weiß. So. Da habe ich gesagt, wir sind bei 5, 6, 7, 8. Okay. Da in der Mitte ist die. Schaffen wir das? Okay, wir gehen hier raus. Was ist das? Also ich guck quasi genau drauf, ja? Dann muss die doch da oben sein. Aber wo soll die hier sein? So, da soll die. Also sie soll ziemlich genau hier sein. Ich habe ja auch da unten das Leuchten gesehen, aber es scheint noch unter dem Shit zu sein. Okay, komm. Wir gehen darüber, da hatten wir auch noch eine gesehen irgendwo. Ups, gerufen. Da oben sind Pflanzen, da ist. Ja, genau. Da ist blau. Okay. Komm, 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 weg. Und weg. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Das war knapp. Nicht so knapp, dass es jetzt schlimm wäre, aber es war schon mal knapp. Wir sind bei 9. So, 9. Wo haben wir die nächste? Wir hätten von der Richtung her 2 gelbe. Und zwar eine hier. Eine hier im Wasser. Dann würde uns am Ende noch eine fehlen. Mich ärgert ein bisschen, dass ich die dort nicht sehen kann. Oder muss ich durch den Wasserfall?
Und durch welchen muss ich? Okay. Der ist es schon mal nicht. Aber versuchen wir den anderen. Da ist hier noch eine Höhle. Nee. Ja, hier war doch auch noch ein Wasserfall. Versuchen wir den mal, ob da irgendwie eine Höhle ist. Hier ist Sand, aber keine Höhle. Das ist ein bisschen ärgerlich. Weil, wenn man da reinguckt, man sieht da den Spaß aufsteigen und der muss irgendwo, also das Vieh muss entweder im Boden sein oder hier oben drüber. Natürlich auch da drinnen sein, aber wo wäre der Eingang? Weil, also da ist keine Höhle eingezeichnet, sagen wir so. Schade. Wir müssen, welche Richtung? Diese Richtung. Da drüben ist auch was zum Hochfliegen, das ist gut. Aber da geht's auch so. Da ist Zemmerz. Da wäre sowas, okay. Da ist auf jeden Fall meine eine noch. Die holen wir uns gleich. Wir fliegen erstmal hier hoch. So. Welchen habe ich gesagt? Der müsste es sein. Jo, da oben sehe ich auch was funkeln. Funkeln ist in dem Fall echt gut. Dann nehmen wir andere Munition. Und bam. Ich wollte noch Beton holen. Egal. Plattform und so bauen kann ich auch ohne euch. Hier im Wasser sehe ich da unten was funkeln. Das ist gut. Ich habe mal. Komm, dich kriegen wir doch auch von hier aus, oder? Du willst einfach nicht. Okay. Und ab ins Wasser. Dich holen wir. Schießen. Ja, genau. Oh. Okay, für die Dinger brauche ich hiermit deutlich mehr Schüsse als mit dem anderen. Holy crap, hast du einen Stress? Der letzte Schuss hat sich niedergestreckt. Okay. Wunderbar. Nochmal eben gucken. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich hatte gesagt, da unten war noch einer, ne? Genau, da vorne auf dieser Mini-Insel.
Und du kommst hier hin. So, euch bin ich schon mal los. Sehr schön. Dich haben wir. Da vorne ist noch ein bisschen was. Beide platt. Sehr schön. Noch die beiden. Dann holen wir uns den einen und dann haben wir unsere 14 Eggie-Schnecken-Teile. Die basteln wir uns mal eben zusammen. Dann war es das, glaube ich, auch für heute. Weil wir haben das erreicht, was wir wollten. Ich habe meinen Plan weiter ausgeführt. Jetzt muss er nur noch funktionieren, denn ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Bitte komm auf die Kante. Danke. Das ist doch super. Dann haben wir, Produktion, die Werkbank und wir können sagen, wir hätten gerne. Jetzt gucken wir mal, ob ich richtig zählen kann. Jetzt müssten wir bei 10 ankommen. Und hier kriegen wir auch nochmal 4 raus und dann sind wir bei 14. Passt doch. Ja, schön. Wir haben das geschafft. Da schwebt irgendwas in der Luft. Ist auch schön. Ich liebe es. Falscher Knopf. So. Wo sind wir denn hier genau? Eigentlich. Also wir müssten hier Schwefel haben. So ungefähr. Moment. Gucken wir mal. Will ich denn? Nein. Schwefel haben wir hier. Und dort haben wir noch ein Katerium offen. Die beiden Sachen sind ja wirklich nicht weit weg von hier. Das Schlimmste ist nachher das Bauxit. Und, also Bauxit und Uran. Könnte hingehen, das Bauxit auch mit dem Zug ranschaffen. Ich muss nur gucken, dass ich auch genug kriege. Weil Quarz, das wir hier brauchen. Okay, also das müssen wir sowieso durch eine Höhle ziehen und die Höhle hat ihren Ausgang hier. Also das ist auch relativ nah. Problem ist hier drin. Und da jetzt eine Bahnstrecke drin zu machen, weiß ich nicht. Ich kenne die Höhle nicht. Ja. Dich hier können wir auch mal entfernen. Sehr schön. Ah, Stempel entfernen, bitte. Da fällt mir ein, eine Sache gibt's noch, die ich nachgucken wollte. Ob das vielleicht hier drin ist oder eher hier drin. So, ich zeige nur das, was ich bauen kann, sondern zeig mal alles. Okay, hier ist das schon mal definitiv nicht drin. Aber... Hallo? Da. Dann ist das bestimmt... Muss doch irgendwo hier sein... Wo zum Geier kriegt man die Boombox her? Das ist ein neues Teil. Ah, Ghetto Blaster. Aber ich habe keine Ahnung, wo man ihn herkriegt. Spezial. Gibt es die im Shop? Da habe ich nicht genug Schrauben für. Schade. Das könntet ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Wo krieg ich die Boombox her? Ich gucke jetzt noch einmal ins... Nein, gucke ich nicht. Weil dafür soll man ja hier auch Kassetten finden können und dann hat man Musik. Müssen wir mal schauen. Wie auch immer. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut. Käffchen.